Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. In meinem Fall ist es jetzt sogar schon Abend. Wir haben ja den 6.12. Ich hoffe, ihr hattet alle einen fleißigen Nikolaus und euch geht's gut. Ich habe heute ein kleines Unboxing. Ich habe mir wieder mal was bestellt. Ziemlich günstig habe ich das bekommen auf einer Tamagotchi-Gruppe auf Facebook. Da bin ich sehr froh darüber. Allerdings, wenn man sowas so billig bekommt, ist es natürlich manchmal das Problem, dass man es nicht perfekt bekommt. Und in dem Fall ist es so, dass mir jetzt das erste Mal passiert ist. Aber erstmal zu den Tamas. Ich habe mir bestellt, und das macht mich richtig glücklich, einmal das Messuchi in Pink und das Osuchi in Blau. Also, Messuchi Osuchi gehören mir zu den Vintage Tamagotchis, sind auch 1997 mit erschienen. Freut mich sehr, das ist absolut mein liebstes Shell-Design, also mein liebstes Cover von denen. Es gibt natürlich noch andere Covers, die man nutzen kann. Mein absolutes Favorite ist das Anniversary. Das ist auch in Blau und Pink gehalten, allerdings in Metallic-Farben und etwas dunkler. Das ist natürlich das Nonplusultra. Da werde ich noch drauf sparen, dass ich die hergezaubert bekomme. Und dann wäre eigentlich meine Osuchi Messuchi Collection schon fertig. Wie gesagt, es gibt leichte Troubles mit den beiden. Also das Problem ist, ich habe sie sehr günstig geschossen. Und das hier, bei dem ist das Problem, dass wahrscheinlich die Schrauben feststecken hinten. Das heißt, wir müssen mal noch gucken, ob wir die irgendwie rauskriegen mit einem speziellen Werkzeug oder sowas. Viele haben ja geschrieben, zum Beispiel die Moody Tools gehen oder Uhrmacher-Werkzeuge. Und das hier, hier wurden die Schrauben rausgelöst. Da wurden keine neuen eingesetzt. Wahrscheinlich sind die Gewinde nicht mehr richtig in Ordnung. Es wurde auf jeden Fall mit Kleber gearbeitet und das fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Das wurde mir nicht gesagt, dass es mit Kleber rumhantiert worden ist. Das heißt, für das Messuchi muss ich gucken, ob ich vielleicht noch ein zweites finde. Entweder kann ich das dann umbasteln oder ich würde es ganz ersetzen und das dann als Ersatzteil sozusagen nutzen. Beide funktionieren, wurde mir versichert. Also hier habt ihr auch noch den Strip drin. Ich packe es einfach mal aus. Also. Genau. Es sind die Instruction Manuals drin, in den Farben gehalten. Eigentlich ziemlich cool. Bei beiden ist auch diese Karte hier dabei, falls es Probleme gibt. 20 Jahre später. Naja, man kann ja mal anfragen. Und ja, also da bin ich echt happy drüber, dass ich die OVP in so gutem Zustand bekommen habe. Die ist eigentlich nahezu perfekt. Es ist auch nichts verblichen oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich sie auch hauptsächlich genommen. Und für den Preis ist es vollkommen in Ordnung, dass die beiden nicht ganz so super sind. Aber die Shell-Designs sind super, es hat keine Kratzer, es geht wirklich nur um die zwei Backteile und das ist das einzige Problem an den Tamas. Ansonsten funktionieren die beide. Hier sind die Batterien noch drin, aber ich werde es nicht anmachen, solange wie ich nicht weiß, ob diese Schrauben auch wirklich rauszumachen gehen. Und erst dann würde ich das machen. Also, hier ist es eigentlich ziemlich leicht zu unterscheiden, was Osuchi ist und was Messuchi ist. Für euch mal als Information, die Frage kommt doch recht häufig, was ist denn nun was? Diese blaue Packung ist Osuchi und die ist bei allen Varianten gleich, egal welches Shell Design ihr habt. Und das hier mit den pinken Varianten hier, mit Violett und Pink, das ist Messuchi. Messuchi Mädchen, Osuchi Junge. Wie schon gesagt, kann man die beiden miteinander verbinden und zwar hier oben über diesen Kontakt. Es war von Bandai das erste, wenn ich mich recht entsinne, was man verbinden konnte miteinander. Macht es natürlich noch spannender. Und ansonsten, wie gesagt, sind die top in Schuss. Also da bin ich richtig happy drüber. Die haben nicht immer irgendeinen großen Kratzer auf dem Screen drauf oder sonst irgendwas. Auch noch die Aufkleber sind perfekt erhalten. Bin ich richtig glücklich drüber. Und wie gesagt, für das hier würde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich noch einen Ersatz finde. Weil das wird mir schon am Herzen liegen, ist das wieder richtig funktioniert. Und entweder ich tausche das dann aus oder vielleicht kriege ich auch noch eine andere, so ein OVP, ziemlich günstig geschossen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Genau. Das ist eigentlich mein Favorite Shell Design, neben dem Anniversary Osuma Suchi Paar. Ja. Das sind eigentlich schon die ganzen Fakten dazu. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen.
Wenn euch jetzt noch Fragen einfallen, die ihr gerne beantwortet hättet, versuche ich das natürlich immer alles zu beantworten. Dann lasst ihr mir einfach einen Kommentar da. Gerade für die deutschen Tamagotchi-Liebhaber ist es doch mal interessant. Ansonsten sind das eigentlich schon die Besonderheiten. Wie gesagt, die beiden können sich paaren. Und auch Küsschen geben und was weiß ich nicht alles. Und ich müsste es halt wirklich erst nochmal studieren. In der Funktionsweise, wie es dann ist. Aber das kann ich jetzt momentan nicht machen, weil ich will wirklich 100% safe auf die Seite der Safe-Seite gehen, dass alles in Ordnung ist. Und erst wenn alles in Ordnung ist, dann komme ich zu euch zurück. Und dann gucken wir mal, wie es so in den Tamagotchis aussieht. Genau. Also, das wäre alles von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, dann hoffe ich, dass ihr einfach einen Post schickt. Würde mich sehr freuen. Und die Kommis stehen euch gerne zur Verfügung für solche Sachen. Bitte nur gute Kritik. Und wenn schlechte Kritik, dann auch bitte so Kritik, dass man das gut versteht. Nein, Spaß. Also, lasst euren Gefühlen freien Lauf, postet, was ihr möchtet. Dürft ihr ruhig gerne auch Verbesserungsvorschläge, wenn jetzt irgendwas nicht so gefällt in meinen Videos. Ich gebe mir größte Mühe, alles zu verständlichen, alles zu vereinfachen für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Dezember, einen schönen 6. Dezember noch und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es kommen auf jeden Fall noch Tamagotchis dieses Jahr. Und wenn sie dann alle soweit da sind, dann wird auch nächstes Jahr ein Collection-Video folgen. Alles klar, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.